Optimiert für jeden Einsatz. Um die Sicherheit der Bevölkerung weiter zu verbessern, haben Bürgermeister Stefan Rosemann, Dezernent Bernd Lehmann und Thorsten Becker, Leiter der Feuerwehr, einen neuen Rettungswagen in Betrieb genommen. Ohnehin war es im kommenden Rettungsdienstbedarfsplan vorgesehen, in ein weiteres Fahrzeug zu investieren. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist David Quabeck von der Feuerwehr Siegburg. Ich bin Sachbereichsleiter für den Rettungsdienst der Stadt hier. Und im Hintergrund sehen Sie unseren neuen Siegburg RTW 3, der auch heute in den Dienst gestellt wird. Das Fahrzeug haben wir das erste Mal jetzt in Kooperation auch mit dem Rhein-Sieg-Kreis, um eine Vereinheitlichung darstellen zu können. Das bedeutet letztendlich, dass wir, egal ob es ein Windecker Fahrzeug ist, ein Siegburger Fahrzeug, ein Troisdorfer Fahrzeug ist, wir wissen letztendlich, wo welche Materialien verstaut worden sind. Und wir versuchen dieses Konzept eben einheitlich mit den zukünftigen Fahrzeugen und mit diesem Fahrzeug, was das erste ist, umzusetzen. Insgesamt 270.000 Euro hat die Anschaffung des neuen RTWs gekostet. Ergänzend dazu verfügt die Stadt Siegburg über ein älteres Modell, auf das stets als Ersatz zugegriffen werden kann. In der Regel sind die Rettungsfahrzeuge nach etwa 3 Jahren von der Kilometeranzahl und der Fahrgestellnutzung verbraucht. Der 190 PS starke Wagen brilliert durch topmoderne Ausstattung. Die technische Beladung von EKG bis zu Beatmungsgeräten garantieren so beste Versorgung auf 4 Rädern in Notfällen.